OnePlus stellt ein Smartphone vor, was keiner ihrer Fans haben wollte. Nothing stellt anscheinend sogar noch ein neues Smartphone vor oder auch nicht. Und jede Menge Technik-Leaks aus dem breiten Umfeld, Oppo, Xiaomi, alle möglichen neuen Infos. Und hier bei mir ist der einzig wahre Torben. Der einzig wahre. Ich glaube, es gibt noch mehrere Torben, aber danke für dieses Intro, Fabian. Mal wieder sehr gut gemacht. Muss ich sagen, mein Hallo und herzlich willkommen wurde einfach abgelöst. Aber okay, weißt du, 60, 70, 80 Folgen einfach diese Phrase etabliert und dann, naja. Jetzt kann, ist ja mein Podcast offiziell. Stimmt, okay. Und da musste sich einfach was ändern. War das der erste Tagesordnungspunkt, erstmal Intro ändern. Ja, wir haben 33 Grad, wir schmilzen nicht dahin wegen dem Xiaomi Ventilator, der uns mal wieder hier Luft zubläst. Direkt schon wieder Empfehlung der Woche. Die öfteste Empfehlung der Woche, wahrscheinlich nach The Office. Ja. Möglicherweise. Aber ja, 33 Grad heißt nicht unbedingt direkt Sommerloch, denn es gibt ein paar News, die du gerade schon angesprochen hast. Sonst können wir loslegen oder bei dir alles okay? Ja, alles gut, Tom. Alles gut. Bei dir auch. Ja, ich bin ein bisschen K.O. Bin heute Morgen, da kommen wir vielleicht nachher drauf zu, bin hier hingeradelt mit E-Bike und das hat schon ein bisschen gedauert. Aber ja, da können wir gerne nachher drüber reden, weil finde ich eigentlich auch ganz spannend. Steht jetzt hier nicht auf der Liste. Das ist vielleicht die Empfehlung der Woche, wer weiß. Vielleicht, ja, vielleicht. Ja, aber erstmal müssen wir hier über was reden, was vielleicht nicht so gut angekommen ist. Nämlich OnePlus hat ein neues Handy vorgestellt, was sehr viele Dinge anders macht als die Smartphones davor. Ja. Und du hast das ja jetzt schon gut getestet. Und was ist dein Eindruck? Ja, es geht erstmal ums OnePlus 10T. Ich weiß nicht, ob das gesagt. Das wurde gestern. Das war schon nicht mehr wichtig. Das wurde gestern in New York vorgestellt. Wir haben letzte Woche, ich habe vorhin beim Fahrradfahren unsere Podcast-Folge von letzter Woche, wie ihr Abonnenten auch gehört, einfach mal nachgehört, was wir denn da so eigentlich reden. Und genau, da haben wir schon angeteasert und ich sag mal so, Leaks sind meistens relativ zuverlässig, deswegen reden wir darüber. Die waren nämlich auch ziemlich accurate. Das wurde in New York vorgestellt, zeitgleich mit Oxygen OS 13, dem neuen Betriebssystem bzw. der neuen Oberfläche von OnePlus. Und ja, das 10T ist ein Smartphone, könnte man sagen. Und es ist kein schlechtes Smartphone, das kann man an sich so sagen. Aber irgendwie ist es... Es ist ein sehr krasses Standard-Smartphone auf eine Art, obwohl es ein, zwei Highlights durchaus hat und so wie man es in der Schule oder Uni gelernt hat, fangen wir erstmal mit dem Positiven an, bevor wir es nachher crushen können mit dem Negativen. Was auf jeden Fall neu und cool ist, ist der neue Prozessor, der Snapdragon 8 Plus Gen 1, auf den sich jeder stürzt, glaube ich, einfach aktuell. Die Armen bei Samsung. Die haben da aus ihren Fehlern gelernt. Ne, die nicht, aber ich glaube, Qualcomm hat aus seinen Fehlern gelernt. Mhm. Und haben wir das schon gesagt mit dem S23? Das ist das bestätigt? Ja, das haben wir auch schon als Leak gehabt. Ja, okay, das ist ja mittlerweile bestätigt, glaube ich. Das ist bestätigt? Ja, ich habe eine News von vor zwei Tagen irgendwo gefunden, das bestätigt ist, dass das S23 mit Snapdragon-Prozessoren kommt und nicht mit Samsung-Prozessoren, wohl auch in Europa. Glaube ich, jetzt sage ich jetzt einfach mal so. Genau. Und da wird dann wahrscheinlich auch der 8 Plus Gen 1 oder schon der Gen 2 reinkommen. Auf jeden Fall ist der neue Prozessor echt gut, gefällt mir gut. Ich meine, in der Performance, worüber reden wir hier? Das ist so ein minimaler Step nach vorne von einem eh schon sehr starken Prozessor, aber Wärmeentwicklung ist nicht so krass, ist ein bisschen effizienter und all das, was so ein bisschen dem anderen Prozessor, hat es ja nicht an Leistung gefehlt. Das war ja so ein bisschen das Drumherum. Das ist jetzt auf jeden Fall gewährleistet und das OnePlus 10T ist ein super schnelles Smartphone. Also kann man nicht anders sagen, das liegt vor allem am Prozessor, aber auch am RAM. Es gibt eine 16 GB Version. Was mich ein bisschen wundert. Keine Ahnung. Ich glaube, damit einfach um einen Preis zu rechtfertigen oder so. Dann kann man nämlich sagen, ja, aber es hat ja viel RAM, den man im Endeffekt nicht braucht. Wenn du 4K-Aufnahmen mit drei Kameras machst oder so. Ja, auf deinem Handy in Premiere schneidest. Genau. Dann brauchst du die 16 GB vielleicht, sonst eher nicht. Und was natürlich sonst ein Highlight ist, ist das schnelle Laden. Tatsächlich lädt es mit 150 Watt. Das ist schon verrückt. Also 65 Watt schon richtig schnell, aber 150, wie lange braucht es dann, bis es aufgeladen ist? 19 Minuten braucht's. Da braucht der 4800 mAh große Akku, um dann vollständig geladen zu sein. Das Ladegerät, was im Lieferumfang liegt, und das kann man auch mal
ja, mittlerweile muss man es fast positiv hervorheben. Mhm. Es ist das, der Charger ist in der Box. Wäre bei Samsung jetzt nicht der Fall oder so. Ja. Der kann sogar 160 Watt. Ach krass. Ja, also kann, ist noch 10 Watt nach oben. Es ist ein USB-C, was ich schon mal besser finde als bei Xiaomi, wo es immer ein USB-A-Ding ist, weil ich nicht verstehe, wie die aus diesem Port irgendwie gleich so rausquetschen. aber ja, es ist ein USB-C-Port. Damit das alles so schnell funktioniert, musste der Akku zweigeteilt werden in zwei 2400 mAh Zellen. Auch auf jeden Fall ganz interessant. Und was auch noch interessant ist, ist, wenn man das Gerät, es wurde ja in New York vorgestellt, wenn man es in den USA kauft, kriegt man keine 150 Watt Laden. Was daran liegt, dass die Spannung in der Steckdose da ja anders ist. Ach. Das ist ja ne, von der Voltzahl dann abhängig. Da ist es dann maximal 125 Watt. Okay, das ist aber auch komisch. Kann man das nicht irgendwie mit Spannungswandlern, das ist bestimmt der richtige Begriff, modulieren? Physik 4. das geht wohl nicht. Aber wenn man es dann hierzulande lädt, irgendwie mit einem Adapter oder so, dann soll es die 150 Watt auch können. Also es ist die gleiche Technik, aber weil die Spannung in der Steckdose da anders ist, ist es damit 125 Watt. Und das fand ich auch so ein bisschen, war mich überrascht, als es dann bei MKBHD im Video, als er das so gesagt hat, ich dachte, das wäre ein Fehler. Hm. Ich dachte, auch der ist nicht perfekt und macht Fehler. Nee, ist dann tatsächlich mit 125 Watt. Dafür kein kabelloses Laden mehr. Ja, das ist ja irgendwie bei der T-Reihe so gang und gäbe. Das ist bei jedem Handy anscheinend gang. Ja, aber es, wir wollten erstmal das Positive. Ja, ach ja, stimmt. War das schon alles positiv? Ich finde die neue Farbe ganz cool. Ich weiß auch nicht, warum es grün genannt wird. Ist es nämlich irgendwie nicht, aber sieht ganz cool aus. Und es fühlt sich auch gut an in der Hand, muss ich sagen. Hm. Ansonsten, und da vielleicht war auch ein bisschen, also wir haben so ein Video dazu gemacht, das könnt ihr gerne auf channelgadgets.de auschecken. Wir haben es dann mit dem 10 Pro verglichen. Und da macht man es natürlich ein paar Abstriche, auch weil es natürlich günstiger ist. 200 Euro kostet 699 neu oder 799 mit 16 GB RAM. Oder 12, weiß ich gerade gar nicht. Und ja, dafür gibt es dann im Vergleich zum 10 Pro ein schlechteres Display. Keine 1440p mehr, kein LTPO, ist auch nicht ganz so hell. Fingerabdrucksensor ist wieder weiter unten. Wir haben eine schlechtere Kamera. Wir haben das gleiche Setup wie im Nord 2 eigentlich, außer... Oh, sehr gut. Ja, sehr. Also ein Handy, was du mittlerweile unter 300 Euro bekommst. Schön. Und dafür sehr gut ist, aber das ist jetzt die gleiche Kamera wie Hauptkamera und ich glaube die gleiche Ultraweitwinkelkamera. Ein anderer 2-Megapixel-Sensor, aber das ist... Ja, ich finde, du hast es im Video ganz gut beschrieben mit Haufen Scheiße und größerer Haufen Scheiße. Ja, wenn man einen großen Haufen Scheiße mit einem kleinen Haufen Scheiße austauscht, ist immer noch ein Haufen Scheiße. So, also alle für 700 Euro einen 2-Megapixel-Makrosensor zu verbauen, finde ich eine absolute Unverschämtheit, muss ich mal einfach so sagen. Ja, kannst ja auch einfach weglassen an dem Punkt. Oder? Es ist ja, dann, ja, oder mach halt was Besseres. Ey, wir haben es vor ein paar Jahren hingekriegt, auch Telekameras für wenig Geld zu verbauen. Die gibt es nicht mehr. Von einem okayen... Ausverkauft. Mach Sony. So einen 48-Megapixel Sony IMX586 mit zweifach optischem Zoom rein. Und dann ist es was einen Mehrwert hat. Das ist vielleicht nicht die allerbeste Kamera, aber es ist deutlich sinnvoller. Und du kannst mal gebrauchen, du bist bereit dazu, ein Qualitätsfoto zu haben, als für Makro. Wie, wer macht denn Makrofotos den ganzen Tag? Julian, wenn er Schnittbilder macht. Ja, Julian, aber sonst auch keiner. Und auch nicht mit seinem Handy. Halt. Nee, so. Ja, wirklich. Wir brauchen noch eine Kamera. Was ist günstig? ja, ist wirklich so. Also, nee, also das ist alles schlechter geworden. Und das sind schon so die wichtigsten Sachen, finde ich. Ja, Performance dann eh, wie gesagt, nicht. Es ist weiterhin OxygenOS auf Android 12. Man verspricht 3 Jahre Updates. Als Besitzer des Vorgängers, wie stehst du zur OnePlus-Update-Politik aktuell? Ja, ich habe irgendwie immer noch das Original, so das Hauptsoftware-Update von Android 11. Mein 8T hat bisher nicht Android 12 bekommen. Es ist bei manchen anders, hat jetzt auch in den Kommentaren bei YouTube wieder ein paar Leute geschrieben. Aber zum Beispiel das, was wir hier im Büro haben, auch noch Android 11. Und ich nehme mal an, dass man da das Update pausiert hat, weil der Forum-Thread von dem 12er-Update für das 8T ist gefüllt mit Leuten, wie kann ich wieder runter, das ist ja schrecklich, alles verbuggt, mein Telefon funktioniert nicht mehr. Also gutes Update und so Software-Update-Versprechen ist ja schön, aber dann muss die Software auch funktionieren. Kommen und also, sagt er nicht wann. Ne? Ja, vielleicht kriege ich ja direkt Android 13 dann zu Release. Das wird passieren. Ja, genau. Ja, und was vor allen Dingen
das Schlimmste ist, was jetzt weggelassen wurde, ist der Benachrichtigungsslider. Ja. Und das ist erstmal so, und ich habe da auch ein Reel zu gemacht bei Instagram, weil ich finde, es ist ein super Mehrwert bei Smartphones, so wenn du halt irgendwie zusätzliche Hardware hast. Ich kenne das, mein Lieblingshandy damals war das Sony Ericsson K800i. Mit einer Cybershot 3,2 Megapixel Kamera. Und das hinten, das Kameraobjektiv, das war so verdeckt von so einer Kameraklappe. Und wenn du diese runtergezogen hast, ging automatisch die Kamera-App an. Ich habe alles, und damit fing das bei mir an, dass ich irgendwie alles angefangen habe zu dokumentieren, weil es so schnell ging. Und ich glaube, man hatte noch eine extra Auslösertaste oben rechts, damit wie so eine Digitalkamera hältst. In der Hosentasche beim Rausholen habe ich die Klappe aufgemacht, und als ich es in der Hand hatte, weißt du, ging's los. Natürlich geht's auch mittlerweile schnell, wenn du weißt, wo auf deinem Touchscreen die Schnelltaste zur Kamera ist, aber diese zusätzliche Hardware-Funktionalität bei einem Mi 9 hatten wir das wie so ein AI-Button oder so. Den konntest du mit vielen verschiedenen Sachen belegen. Du hast jetzt irgendwie Schultertasten beim Poco F4GT. Sowas finde ich super, und beim iPhone kennt man es ja auch. Da ist es, glaube ich, ist es zweistufig, also lautlos oder halt nicht. Ja. Und beim OnePlus, und du hast ja auch noch so einen Benachrichtigungsslider. Ja. Hast du halt, kannst du von lautlos auf vibrieren, auf klingeln halt schnell umschalten. Und das ist super praktisch, weil du es auch in der Hosentasche machst und weil du es dann wahrscheinlich so, wenn du irgendwie in einem wichtigen Meeting bist oder so, und dann, weißt du, fühlst du einfach in die Tasche, du hast Hardware und du kannst an der Position erkennen, okay, ist gerade lautlos. So. Ich finde es halt auch mega praktisch, und man gewöhnt sich da auch krass dran. Ja. Ich habe jetzt hier vor ein paar Tagen versucht, die Klingeltöne bei dem Samsung, was bei Tims Platz lag, zu deaktivieren. Ich musste erstmal suchen, wo das überhaupt ist. Ja, ja. Also ich benutze nur noch diesen Slider, und es ist halt wirklich bequem. Und ich finde, man achtet dann auch mehr irgendwie da drauf. So, ja, jetzt will ich halt Ruhe haben, stumm schalten. Und ja, jetzt kann ich eigentlich wieder Vibrationen kriegen. Also man macht es viel öfters mit so einem Slider, und das ist halt wirklich seit dem ersten da gewesen. Und es ist jetzt einfach weg, und ich weiß nicht, was sie sich da denken. Ich glaube, die Ausrede dafür war, dass sie den Empfang verbessern wollten und mehr Platz für den Akku haben. Ja. Aber beim Empfang ist es wirklich das Handy, was so der Flaschenhals ist. Also zumindest in Deutschland habe ich eigentlich das Gefühl, dass die Mobilfunknetzanbieter das Problem sind und nicht das Handy. Ja, auf gar keinen Fall. Also ja. Kaufe ich nicht ab. Ja, und sie haben es ja anscheinend auf der Präsentation auch direkt irgendwie angesprochen, dass die in den nächsten Smartphones wieder kommen. Und es gibt so Gerüchte, dass es nur noch in den Pro-Smartphones kommen soll. Ausgewählte Smartphones. Und ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun, weil es ist. Also wenn man es nicht in einem Budget, in der Nord-Reihe irgendwo verbaut, ja, okay, so, aber du hast so die Enthusiasten, die dann auf das neue, auf die T-Reihe, die es schon lange gibt, und auf die Pro- bzw. normalen Version warten. Wenn es jetzt nicht in einem Nord CE 3 Lite drin ist, dann verstehe ich es irgendwo, weil da musst du jeden Kostenfaktor sparen. Aber bei sowas, was wirklich so ein bisschen auch mit Teil der DNA von OnePlus ist, sicherlich, weil das sind die einzigen Hersteller, die das machen in der Android-Welt. Sonst macht es nur Apple. So, und MKBHD hat es gesagt, wo ich ihm nicht zustimmen würde. Er meinte, er kann sich nicht vorstellen, dass das iPhone das weglässt in den nächsten fünf Jahren. Und genau das kann ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie passiert und unerklärlich ist und sie den engen Grund für haben. So, das hat mich ein bisschen gewundert, die Aussage. Als ich das Video gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, weiß Oppo oder halt OnePlus schon, so das nächste iPhone, das hat das auch nicht mehr. Wir fangen einfach mal früher damit an. Dann kann man nicht sagen, dass wir es ihnen nachgemacht haben. Kann natürlich sein. Das wäre jetzt sehr lustig. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die das wissen. Obwohl, wird ja wahrscheinlich in der gleichen Fabrik produziert. Also vielleicht ist ihnen da was aufgefallen. Ja, und wer weiß, was da so alles geteilt wird in China, ob die sich nicht da in den Fabriken austauschen. Würde mich nicht wundern. Vielleicht gibt es auch einen Slider-Shortage, von dem wir nichts wissen. Vielleicht liegt es daran. Ja, ne, das wird es sein. Kann natürlich sein. Deswegen gibt es auch keine Slider-Smartphones mehr. Ja. Schade. nee, aber das ist so ein weiterer Dominostein, der umkippt in diesen Downfall von OnePlus, den man mittlerweile mitbekommen. Und ich muss sagen, ich bin da emotional nicht so krass investiert wie ein Alex zum Beispiel, wie vielleicht der halt OnePlus-Fan der ersten Stunde war und das OnePlus One gebackt hat, glaube ich sogar damals. Du jetzt vielleicht dann irgendwie auch mit dem 8T so ein bisschen dich rein investiert hast. Ja, wobei da war es ja auch schon irgendwie so, wo die Leute meinten, das war jetzt das Ende von OnePlus. Ja. Aber ich weiß nicht, jetzt so. Ich hab die Marke ja auch immer verfolgt, und es fühlt sich absolut nicht mehr so an, als wäre das das gleiche Unternehmen, sondern dass die jetzt halt einfach Smartphones machen, aber nicht mehr für die ursprüngliche Fanbase.
Ja, und ich meine, sie haben schon ein bisschen die Bremse eingelegt, weil ursprünglich sollte ja OxygenOS mit ColorOS quasi, das sollte ja komplett eins werden, beziehungsweise ColorOS dann auch von Plus-Smartphones laufen. Das haben sie ja wieder abgesagt quasi. Sie haben diese gleiche Code-Grundlage, quasi, auf der sie jetzt zusammen entwickeln, so wie ich es verstanden habe. Aber es bleibt erstmal noch OxygenOS, deswegen haben sie auch das 13. jetzt vorgestellt. Mhm. Es soll ein bisschen mehr sich wie Stock-Android anfühlen. Ich habe die Präsi gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe es ja auch nicht gesehen, aber sollte es, war das jetzt nicht quasi nur so eine Verschiebung? Soll das nicht noch kommen? Dass das kann so natürlich noch kommen. Also vielleicht haben sie es auch noch aufgeschoben, das kann auch gut sein. Ich mag ColorOS. So, ich habe ja, also ich finde es auch nicht schlimm. Also immer, also ich habe mir das jetzt gestern auch angeguckt und die Unterschiede, so, das ist ja schon irgendwie ein bisschen ColorOS. Bei der Kamera, finde ich, sieht man es richtig. Ja. Irgendwie so die Schrift ist alles anders. Das fing mit dem Nord 2, glaube ich, an auch. Ja, genau. Da hat der Alex ja irgendwie schon gedacht, ja, Moment mal, das ist doch die Oppo-Kamera. Ja, also ich glaube, man kann sich darüber auch streiten, wenn man halt dieses komplett Stock Gefühl gerne hat, dann ist es natürlich nicht mehr das Gleiche. Ja. Da muss man dann halt irgendwie zu wem anders wechseln, aber es... Zu Oppo. Oppo macht jetzt einfach so einen Stock-Android-Launcher und das nennen sie dann 2+ oder so. Ja. Wollten sie das nicht auch irgendwie Hydrogen? Irgendwie war da nicht irgendwie so eine, diese chemischen Bezeichnungen mäßig das so fortführen? Ja, ist keine Ahnung. Ich glaube, daraus ist nichts geworden. Okay. Aber ja, nicht nur das tatsächlich. Es gab, was mir auch noch aufgefallen ist bei dem Handy, was ich auch kritisieren möchte, ist, das Kameramodell sieht aus wie bei dem OnePlus 10 Pro. Und ich bin eigentlich Fan davon, wenn man eine Designsprache irgendwie ein bisschen weiter führt. Aber da man jetzt quasi die Kamera vom Nord 2 nimmt, und das ist ja so ein riesiges quadratisches Kameramodul da hinten links, und ich gucke mir das Nord 2 an und sehe, wie galant das links einfach sitzt und wie wenig Platz das verbraucht. Und es ist quasi das identische Setup und es wurde auf die doppelte Größe einfach gezogen. Und da ist dann so ein bisschen Design over Function. Also das finde ich so ein bisschen, weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Und was dann auch nochmal an Oppo erinnert ist, ist der Übergang von Rückseite in das Kameramodul. Ja. Ist jetzt auch einfach so, so integriert richtig, so als ob so rausgeschnitzt wurde. Das ist schon cool. Also ich fand, das lag in der Hand richtig gut. So, ja, dass man so da auch festhalten kann. Also das ist eine gute Änderung, die sie von Oppo mitgenommen haben. Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht so diese Kante, so, aber das ist natürlich einfach auch noch ein Schritt, um ein bisschen freizügig hier. Ja, sorry. Das ist nur für dich hier in dem Blickwinkel. Entschuldigung. Kommentiert gern, wenn euch das stört, was ich hier trage. ja, aber das ist so ein bisschen, ja, man fragt sich jetzt, wie geht's weiter mit OnePlus? Ist es, schaufeln die sich gerade ihr eigenes Grab? So, was ich das Gefühl habe, was gerade so auch von Reviewern, jeder ist ja gerade so, so, es ist das langweiligste OnePlus-Smartphone, es ist frech, wie teuer es ist dafür, weil ich habe es auch gesagt, es ist im Endeffekt, es ist wie ein Nord 2, man hat nur halt ein noch schnelleres Laden, okay, und eine noch schnellere Performance, und da sind dann so Sachen. Und da steht man sich so ein bisschen, was ist wirklich der Nutzen, den du wirklich in der Praxis hast im Alltag? Und was ist dieses, okay, klar, auf Benchmarks sind wir da noch ein bisschen besser. Ja, dein Handy lädt jetzt nicht mehr 35 Minuten, sondern 19 Minuten. Ja, natürlich ist das krass und die Technik ist interessant, aber was macht das für dich? Wie krass ändert das dein Leben? So, wie ändert ein besseres Benchmark-Ergebnis dein Leben? Auch mit einem etwas schwächeren Prozessor kannst du zocken, kannst du Fotos bearbeiten. Da muss ich sagen, also bei dem Prozessor, quasi das 10T ist ja der direkte Nachfolger von dem 8T eigentlich, weil es kein 9T gab. Und was mir aufgefallen ist, wenn man so mit dem Doppelklick die Kamera öffnet, beim 8T braucht das schon recht lange. Ja. Und ich habe das gestern bei dem 10T gemacht, wie schnell das geht. Ja. Da habe ich ausnahmsweise mal gemerkt, dass ein Prozessor dann da doch einen Unterschied macht. Ob es jetzt der 8 Gen 1 nicht genauso schnell kann. Also, ich meine, was da drin, 865. Ich meine, das ist ja mittlerweile ein Rentner bei dem 8T quasi, der Prozessor. Aber man merkt es dann teilweise doch schon, dass man die Performance hat. Ob das jetzt so wichtig ist. Ja, genau. Also, und da sind dann eher so Sachen wie eine gute Kamera vielleicht oder ein Benachrichtigungsslider und so Sachen. Die sind dann, finde ich, noch mal ein bisschen entscheidender. Und das, wo OnePlus in der Vergangenheit auch dann eher mitgedacht hat, hatte ich so einen Eindruck. Und jetzt wird man einfach nur wirft man so ein Basic-Smartphone auf den Markt. Ja, ist halt dann immer noch eigentlich ein gutes Smartphone. Keine an Frage. Sich. Ja, habe ich auch gesagt. Halt, die Fans mögen es nicht, aber vielleicht ist das auch gar nicht mehr so eine große Menge, die da so diehard OnePlus-Fan ist. Ja. Und so öffnet man sich vielleicht, beziehungsweise man öffnet sich ja eigentlich nichts. Also
eigentlich macht man nur die Fans sauer und der Rest, der jetzt nicht wirklich investiert ist, der sagt sich, ja gut. Es ist immer noch das wahrscheinlich, ich glaube, ist aktuell das günstigste Snapdragon 8 Plus Gen 1 Smartphone, glaube ich. Ich glaube, es ist günstiger als das Zenfone 9. Hat das was? Zenfone 9 kostet, glaube ich, 799 Euro. Ja, dann ist er günstiger auf jeden Fall schon mal. Von daher ist es nicht unbedingt zu teuer. Natürlich wäre es noch besser gewesen, wenn es noch ein bisschen günstiger gewesen wäre. Und im Punkte von Display und Kamera könnte man das erwarten. Also für wenn es unter 600 Euro ist, dann kann man sich das mal gut überlegen, glaube ich. War auch der ursprüngliche Preis von dem T, oder? Also ich glaube, das 8T hat damals 600 Euro gekostet, gestartet. Und da war es so allein in der Preisklasse. Aber nun gut, viele OnePlus-Fans, die werden jetzt sicherlich Richtung Nothing rüberschauen, die angeblich schon am zweiten Smartphone arbeiten. Ja, da gab es so die ersten Leaks, dass ein Nothing One Lite kommen sollte, ohne die Glyph-Rückseite, ohne kabelloses Laden, wo man sich dann direkt fragt, okay, das waren die Alleinstellungsmerkmale, was soll das? Und ich weiß nicht, ich habe die News gelesen, habe gedacht, oh nee, jetzt fangt ihr doch nicht auch noch so an. Das ging ja schnell. Ihr wart die Retter. Ja. Aber wurde schon dementiert anscheinend. Ja, also Kaipei hat jetzt auf Twitter einen Android Authority News Post dazu zitiert und hat Fake News geschrieben. Ist dann halt die Frage, was daran Fake News ist. Gibt es das Nothing Phone Lite gar nicht? Oder hat es vielleicht doch kabelloses Laden und eine Glyphenrückseite? Also so ganz genau war er da nicht. Es hat mich dann zum Nachdenken gebracht, wie ein zweites Nothing Phone aussehen würde, weil ich habe das auch nicht geglaubt oder ich hätte es sehr schade gefunden, wenn das so der Fall gewesen wäre, weil das ist ja schon auch ein bisschen die Identität, die jetzt aber auch geworden ist. Ein anderes, ein nächstes generisches Smartphone zu machen und das einzige Alleinstellungsmerkmal ist Nothing OS, das wäre ein bisschen zu wenig. So, weil jetzt hast du Alleinstellungsmerkmal, hast du irgendwie, klar, die Rückseite, du hast kabelloses Laden, du hast Nothing OS, und vielleicht noch das flexible OLED-Display, also dieses symmetrische Design, aber nicht mal unbedingt. Aber diese drei Sachen heben das so ein bisschen ab. So, natürlich muss irgendwo einen Kompromiss machen, wenn du jetzt ein Lite-Smartphone, also ein günstigeres Gerät machst. Wo würden die den Abstrich machen, habe ich mir überlegt. Ja, das ist schon schwierig. Also kabelloses Laden gebe ich ihnen vielleicht so. Ja. Also das ist ja jetzt schon an ihrem Preispunkt eigentlich fraglich, ob das überhaupt irgendwer anders macht. Und dann irgendwie das, ich glaube, 300 Euro war der Leak. Es gibt gar kein Smartphone für 300 Euro, was nicht gebraucht ist, was jetzt kabelloses Laden hat. Man muss irgendwas Besonderes mit der Rückseite machen. Ob es diese LEDs sein müssen, weiß ich auch nicht. Aber irgendwas muss es anders sein. Und allgemein würde ich schon sagen, also ich gebe einem Smartphone-Hersteller drei Smartphones. Sie dürfen gerne ein normales, ein Pro und ein Lite machen, aber dann müssen die sich auch irgendwie unterscheiden und nicht irgendwie doppelt rauskommen, wie Xiaomi das irgendwie macht. Also ich hatte mir dann so Nothing Phone Lite so überlegt, dass man dann, wenn man behält diese Glyph-Rückseite vom Prinzip, die sieht aber anders aus und die sieht abgespeckter aus, sodass es visuell klar ist, dass es weniger kann. Und dann müsste dieser Ring in der Mitte fehlen, wenn dann zum Beispiel kabelloses Laden fehlt oder so Sachen. Oder ich weiß nicht, ob es technisch möglich ist, dass es nur Reverse-Charging oder sowas kann, aber weißt du, dass man das so ein bisschen downsteppt und dann vielleicht nur oben rechts und unten irgendwie so LEDs hat und den Kreis um die, dass man so, ob, dass du schon noch, du erkennst es Nothing Phone und es hat auch, kannst du auch als Benachrichtigungs-LED benutzen, kabellos Laden fehlt aber aufgrund von Geld und deswegen fehlt das in der Mitte. So ein bisschen. Das war so. Ja, und dann hast du natürlich schlechtere Hardware und dann hast du aber ein 90-Hertz-kantiges Ding und ein Snapdragon 695 da drin oder irgendwie sowas. Und das war so meine Überlegung und natürlich dann Nothing OS. Und dann hätte ich es auch irgendwo gesehen, weil dann hast du zumindest noch diese zwei Alleinstellungsmerkmale, die dann irgendwie einfach anders umsetzt und die Designsprache weiterhältst. Aber gut, ich weiß auch nicht, es wird ja wahrscheinlich was anderes kommen. Und ich glaube, Carl Pei hat bei dem Nothing-Event so ein bisschen was angedeutet, weil die Frage kam ja, was steht als nächstes an für Nothing? Und der meinte ja, er ist ja Fan von Apple und so und die wollen ein Ökosystem aufbauen. Und dann kann man sich ja mal überlegen, was als nächstes kommt. Okay, das ist so eine interessante Antwort. Also so eine Smartwatch oder so, oder ein Tablet, ein Notebook, irgend sowas. Ich gehe ganz stark von der Smartwatch. Ja, ich glaube, Wearable. Nothing Wear One. Nee, Nothing Watch One. Nothing Watch One, ja. Ich war dann ihr und Wear. Ja, was gerade auch geleakt ist, sind ja diese Nothing Stick Earphones, was quasi so Halb-In-Ears sind. Aber das haben sie ja quasi so. Ja. Und
die Ear 2 sollen auch in Entwicklung sein, aber ich glaube, das wundert niemanden. Ja. Aber wenn er sowas gesagt hat, erwarte ich dann schon ein neues Gerät. Und ich hatte ja eigentlich gedacht, dass das wirklich vorher kommt, die Nothing-Uhr. Ach ja? Ja, weil ich gedacht habe, so ein Smartphone ist so ein riesiges Unterfangen, aber vielleicht hat ja doch funktioniert. Vielleicht warten sie dann noch auf die neuen Prozessoren, die jetzt vorgestellt wurden, die anscheinend ja auch in der neuen Oppo Watch landen sollen. Ne? Die Übergänge hier, Alex, wäre stolz. Ja genau, die Oppo Watch 3 ist jetzt in China angeteased worden, also sind noch nicht mal mehr Leaks, sind wirklich schon Teaser von Oppo. Und es gab Leaks dazu. Digital Chat Station hat schon die ersten Fotos davon gepostet. Da soll der neue Oppo W5 Plus, danke Qualcomm für diese tollen Namen, der schön in 5 Nanometer gefertigt wird und deutlich energieeffizienter sein soll. Und die ersten Infos gab es, dass es EKG haben soll, es soll ein LTPO-AMOLED haben. Was? Okay. Was ich nicht nachgeguckt habe, aber es ist jetzt bei Smartwatches auch nicht so üblich, oder? Doch. Doch, okay. Bei der Apple Watch gibt's das. Die kann das auf ein Herz runter machen. Und dadurch ist das Always-on-Display möglich. Ich weiß, ich glaube, Apple nennt es nicht LTPO oder so, weiß ich nicht. Ja, aber stimmt, vom Prinzip her ist es ja das Gleiche. Ne? Bildwiederholrate wird dynamisch nach unten angepasst. Ich weiß nicht, wie dynamisch oder ob das wirklich auf ein Herz einfach nur springt. Ja. Und das so funktioniert da. Aber ja, aber sonst glaube ich, in der Android-Welt kenne ich es sonst auch nicht. Vielleicht hat die neue Galaxy Watch 5 das, aber ja, ich glaube, da gab es jetzt auch noch nichts, was so konkret da drauf geschlossen hätte. Ja, das fände ich auf jeden Fall interessant. Ich meine, die Oppo Watch, haben wir die Zweier, kam die in Europa überhaupt raus? Die haben wir auf jeden Fall nicht getestet. Die erste Oppo Watch gab es dann eine kleine und eine große Variante später. Mhm. Die war eigentlich cool, die war eigentlich auch schön und so, aber die Akkulaufzeit war eine Katastrophe. Ich glaube, die hatten nicht mal einen Tag durchgehalten und das geht halt nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was jetzt das Versprechen war. Es gibt schon irgendwie Gerüchte, dass irgendwie mehrere Tage, so 5 Tage Akkulaufzeit haben soll, die Uhr. Okay. Und dann habe ich mich gefragt, es stand noch nirgendwo Wear OS, ob die einfach mit irgendwas anderem jetzt kommt und nicht, also es würde jetzt nicht viel Sinn machen, wenn da jetzt der neue starke Prozessor drin ist, oder? Also es ist, soweit ich weiß, ist es schon deren eigenes Ding, aber auf Basis halt, ja, das ist angepasst. Was Oppo damals schon schlau gemacht hat und was sie auch bei dem Find X5 Pro ja so ein bisschen für sich rausgefunden haben, ist mit einem Co-Prozessor zu arbeiten und dann wie so einen Smart-Modus quasi zu haben und nicht Apollo hieß der, glaube ich, der Co-Prozessor, der da drin war, dass man da dann einfach die Laufzeit, wenn man weniger macht damit und jetzt nicht so Play-Store-Sachen irgendwie so, keine Ahnung, Sachen runterlädt und so, also nicht so smarte Anwendungen, dass der dann eher in Kraft tritt und einen Großteil der Arbeit erledigt. Das hatten wir jetzt, glaube ich, auch bei dem, weiß nicht, auch schon mit dem Leak für die neue Samsung-Uhr. Und das wird dann wahrscheinlich auch wieder die Herangehensweise sein. Und das hat ja zum Beispiel vom Prinzip her auch super bei dem Find X5 Pro funktioniert, wo der Mary Silicon X als Kameraprozessor drin steckte. Und das finde ich eigentlich einen super interessanten Ansatz, den jetzt, glaube ich, immer mehr Hersteller auch für sich finden, dass man da so eher mit so einem zusätzlichen Hardware, man nimmt die Basis, die alle benutzen, aber ne, geht dann irgendwie hardware-technisch zumindest so einen kleinen Teil, lässt man von einem eigens entwickelten Ding übernehmen, dediziert. Ja. Ja, quasi, dass man halt sich ein bisschen unterscheidet. Jeder hat einen Snapdragon-Prozessor, aber irgendwas, dass man sich irgendwie anpasst. Xiaomi hat ja auch diesen Lade-Controller, der die Geschwindigkeit da reguliert. Die hatten auch schon den eigenen Image-Signal-Prozessor, den Search-Prozessor. Ja, that's the way to go, glaube ich. Das werden wir in Zukunft immer häufiger sehen für die verschiedensten Bereiche, so lange bis irgendwann alles irgendwie, ja, wir haben hier den Mary Silicon X Search und alles irgendwie drin ist für alles noch einen zusätzlichen Prozessor, aber da geht die Reise vielleicht hin, wer weiß. Aber sind gespannt auf die Oppo Watch, großes Potenzial grundsätzlich, gerade auch mit der neuen Hardware und vielleicht wird der Prozessor dann auch in der Nothing Watch One drin sein, wer weiß das schon. Wir sind gespannt. Ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Oppo hat aber noch was anderes angekündigt, beziehungsweise sogar vorgestellt, aber nicht in China, sondern in Europa. Genau, das Oppo Reno 8. Reno, sagst du? Reno. Ich sage immer Reno, aber das ist die das Schuhe ist nicht, von Deichmann. Genau, ja. Und das 8 Pro sollen hier erscheinen. Da sind die ersten Preise gekommen. Die kleine Variante soll um die 500 € kosten und die große um die 700 bis 800 Euro.
was ich schon irgendwie teuer finde, weil ist das Find X5 nicht schon irgendwo da in der Preiskategorie? Das Find X5 kostet stabile 999 Euro. Ja, dann war es, glaube ich, ein Angebot, was ich gesehen habe, was irgendwie ja, günstiger war. Prime Day war es bei 800 oder so. Ja, genau, das sind ja eigentlich so die Mittelklasse. Das immer noch das Lite oder Neo, ich weiß gar nicht mehr, welches es da gibt. Ich muss sagen, bei der Reno-Serie bin ich auch komplett raus. Also ich habe damals das 3 Pro oder 4 Pro, ich glaube das 3 Pro oder so war mehr oder weniger die Vorlage für das Realme X, ja, für okay. das erste, wovon ich die China-Version getestet habe. Und irgendwie ist das immer an mir vorbeigegangen, diese Oppo Mittelklasse, die sind echt nicht schlecht, die Geräte, aber die sind halt immer 100, 200 Euro zu teuer auf eine Art. Ja, das 8er kommt jetzt mit einem neuen Dimensity 8100 Ultra anscheinend. Das Kamerasetup aber ist bei beiden gleich mit einer Änderung, bei der 2 Megapixel, das eine Mal ist es eine Makro Kamera, ich weiß nicht mehr, was es bei der anderen war. Also es war so wie bei OnePlus quasi, das, wo du denkst, was macht die Kamera da? Und der Hauptsensor ist dann eine 50-Megapixel-Kamera. Ja, es hörte sich eigentlich ganz interessant an, nur wie du halt schon gerade meintest, irgendwie Oppo und ihre Preise, die passen irgendwie nicht zusammen. Ja, irgendwie leider nicht so wirklich. Dabei sind die Geräte gut, aber irgendwie... Ja, da ist dann einfach, also da weiß ich dann schon vorm Test, ja, ich werde es bei uns in der Community einfach nicht auch empfehlen können, auch wenn es ein gutes Gerät ist, aber wenn es im Vakuum betrachtet, so, ja, es ist gut so, aber dann auf dem Markt so konkurrenzfähig plus diese ganzen Import-Deals, die wir dann halt immer noch auf CG haben, wo du halt nochmal 50 bis 100 Euro wahrscheinlich sparen kannst, ist es halt einfach dann nicht mehr so kompetitiv, aber ey, wenn ihr euch da irgendwie einen Test wünscht oder so, schreibt das gern in die Kommentare, dann kann man mal schauen, ob wir das Reno 8 Pro angehen. Oh. Welches Gerät aber auch einen Dimensity-Prozessor haben soll, ist eines der neuen Xiaomi Pad 6. Endlich neue Xiaomi-Tablets. Ja, und Xiaomi-typisch werden es anscheinend direkt 18. vier Stück oder so. Und drei als, oder sonst drei als Xiaomi Pad 6. Es soll ein Xiaomi Pad 6, ein Xiaomi 6 Pad geben. Ich weiß nicht, ob es ein Lite gibt oder ob das dann schon das Redmi Pad ist. Also Xiaomi kann es nicht machen. Wir bringen ein Tablet raus. Es reicht. Nein, wir müssen ganz viele machen. Und wie du gerade schon meintest, eins davon soll dann mit Dimensity Prozessor kommen. Eins soll mit dem Snapdragon 8 Gen 1 kommen, nicht mit dem Plus. Das ist dann auch wieder irgendwie komisch. Was ich aber okay finde. Ja, ist Tablet, völlig okay, aber warum nicht? Ist günstiger. Ja, vermutlich. War schon in der Entwicklung, der neue Prozessor war nicht da. Aber so das Drumherum, da gab es jetzt noch gar nicht so viel neue Informationen. Nee, also es gab schon immer mal, es gibt ja schon länger Leaks und das Redmi Pad wurde auch schon länger angekündigt. Ist jetzt auch noch nicht so richtig handfest. Also die Prozessoren scheinen relativ gesetzt zu sein und die sind ja jetzt auch relativ naheliegend auf eine Art. Man möchte dann natürlich in Konkurrenz treten mit dem Samsung Galaxy Tab S8. Das hat ja auch den 8 Gen 1. Da wird es dann eher interessant, wo man displaytechnisch da ist, ob man dann eine Abstufung zwischen Normal und Pro macht in Sachen AMOLED-Display oder nicht. Bildwiederholrate muss bei 120 Hertz liegen. Akku soll ein bisschen größer werden, bei bis zu 9000 mAh. Aber ist auch nicht viel. Das war, bei Mi Pad 5 war auch schon ziemlich groß. Ich glaube 8720 oder sowas. Schnellladen wird wahrscheinlich ein Thema sein. Ja, was aber meiner Meinung nach viel wichtiger ist und was dann vielleicht damals zum Testzeitpunkt noch der größte Kritikpunkt am Xiaomi Pad 5 war das Betriebssystem, weil das einfach zu wenig auf Tablet angepasst war. Also es hatte halt wirklich rudimentäre Splitscreen-Sachen oder so, aber wenn du merkst, wie weit so ein iPadOS mittlerweile ist, die sei es jetzt sinnvoll oder nicht, sowas wie den Stage Manager, aber zumindest auch die ist ja auch eine Option, musst du ja nicht mal aktiviert haben, kannst ja dieses ganz alte Multitasking nehmen, du kannst diesen Stage Manager nehmen, der dann eher einem Rechner ähnelt, einem Mac quasi ähnelt, den es ja auch auf Macs dann jetzt gibt, dass die mittlerweile da mal Daten über USB-C unterstützen quasi, dass du es draufziehen kannst. Weil die gehen ja mit dem iPad so weit, wie es geht, dass es noch nicht ein Mac ist. So, den Schritt wollen sie ja anscheinend nicht gehen. Aber da muss bei Xiaomi mehr passieren. Ja, sie hatten ja dann auch MIUI for Tablets irgendwie gestartet und da so alles Mögliche gemacht, aber sie sind ja dann auch irgendwie so ein bisschen alleine da, weil Google hat ja
jetzt gefühlt dann doch ein bisschen mehr Ambitionen für Tablets gehabt, aber jahrelang dann gar nichts dafür entwickelt. Ja. Und deswegen ist auch dieses ganze App-Ökosystem gestorben, weil teilweise, wenn du irgendwelche Android-Apps auf einem Tablet öffnest, funktioniert einfach gar nicht. Also, ja. Dann dreht sich das Tablet, wenn du im Waagerechten bist, ist die App dann horizontal. Da gibt man auf. Ja, nee, es ist wirklich nicht zu gebrauchen, so teilweise, aber es ist halt für Netflix und Prime Video oder so, ist halt immer noch gut. Also, die haben dann auch angepasste Apps. Hast du das Drumming Pad? Nee, ich habe das Yoga Pad Pro, wo man so einen Ständer quasi direkt dran hat und rausfahren kann. Was auch immer noch eines der Tablet Features ist, wo ich nicht verstehe, wieso das kein anderer macht. Das ist so praktisch, ja. Das hatten wir doch auch getestet, ne? Genau. Ja, okay. Ja, von daher bin ich mal gespannt, welchen Schritt Xiaomi da gehen wird und ob sie mal einen schlaueren Schritt in der Veröffentlichung hierzulande gehen, weil das Pad 5 wird sehr stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, die hatten die Erwartung, okay, es kauft eh keiner, und ich glaube, dann hat sich ziemlich gut verkauft, also bei uns war es ziemlich gefragt. Ja, vermutlich hätte sich hier auch das Pad 5 Pro verkauft und eine Tastatur mit Querz hätte sich sicherlich auch sehr gut verkauft. Ey, mal ganz im Ernst, ne? Also das, was ja lustig wird, wenn wir jetzt schon glauben, dass 4 Versionen kommen, es kam ja ein Xiaomi Pad 5 und Xiaomi Pad 5 Pro, aber von der Pad 5 Pro gab es ja noch die 5G-Variante, die sich ja noch mal minimal unterschieden hat, weil die noch mal eine andere Kamera hatte, war ja eine 50-Megapixel-Kamera drin. Dementsprechend hast du eigentlich auch 2,5, vielleicht sogar 3 verschiedene Versionen. Wenn dann noch jedes eine 5G-Variante oder sowas. Stimmt, das war die dritte Version. Pro 5G gab es noch. Ja, genau. So, und dann gibt es vielleicht noch eine Plus-Variante. Dann sind wir. Ja, es wird wohl chaotisch werden, aber ich hoffe, ich erwarte einfach von Xiaomi jetzt ein Pro-Tablet mit entsprechendem Zubehör und 5G, und dass man mal das mobile Arbeiten mal ernst nimmt, dass man das softwaretechnisch anpasst und mal ein ausgeklügeltes Ding hat, was nicht nur auf dem Hardware, ne, auf dem Datenblatt schon noch mithalten kann, aber wo Samsung da halt auch Samsung DeX oder sowas, keine Ahnung, das ist halt auch Sachen, die schon Jahre da sind. Da muss Xiaomi aufholen, da passiert bei MIUI einfach zu wenig. Ja, ich weiß nicht, ob du da nicht enttäuscht werden wirst. Ich werde enttäuscht, glaube ich. Aber das müssen wir mal abwarten. Aber ihr habt jetzt zugehört. Ja. Habt bestimmt noch 2 Monate Zeit, bis das rauskommt. Also. Die bei Xiaomi Deutschland haben gerade das Tablet in der Hand. Fuck. Tom von China Gadget sagt das. Ja. Vielleicht denken die sich das auch bei dem Xiaomi 12T, welches anscheinend auch in den Startlöchern steht. Da gibt es jetzt auch die ersten Leaks. Genau, die ersten Leaks. Xiaomi UI hat da in dem MIUI neuesten Update so ein bisschen rumgewühlt und hat da was gefunden. Es gibt wohl wieder 2 Geräte, also 12T und 12T Pro. Wer hätte das gedacht? Ja, es ist unglaublich. Wieder das kleinere mit Dimensity-Prozessor und das größere dann, das haben sie nicht gesagt, aber vermutlich dann mit Snapdragon-Prozessor. Mhm. Und diesmal ist der Fingerabdrucksensor auf dem Display, nicht an der Seite. Das war ja noch bei dem FT, wo ich mir jetzt denke, ist ja auch ungewöhnlich eigentlich mittlerweile, dass man nicht mehr den Fingerabdrucksensor auf dem Display hat. Und was sie noch rausgefunden haben, ist, dass es diesmal einen 2,5K Display hat. Das ist also die Auflösung höher. Ein bisschen höher. Genau. Aber nicht 1440p. Oder doch? Was habe ich gerade gesagt? 2,5K. Nee, ich glaube halt 1400, also die bisschen höher als Full HD, okay. Also nicht. Ja, das wäre zu viel, ja. Ja, das ist nämlich ein bisschen auch die Frage. Also die S-Reihe kommt ja nicht zu uns, also inklusive S Ultra kommt nicht nach Europa, dafür die T-Reihe, die auch letztes Jahr im September kam. Deswegen macht es Sinn, dass es jetzt so die ersten Leaks gibt und das bald wahrscheinlich vorgestellt wird. Es ist so ein bisschen das Problem, wofür die T-Reihe steht. So, der fehlt auch, die haben das OnePlus-Problem, der fehlt die Identität. Mittlerweile. Ja, das ist eigentlich das kriegen die Europäer als erstes. Genau. Ist ja so das Motto, habe ich das Gefühl. Ja, besonders, du hattest das 9T quasi mit Pop-Up-Kamera, dann war es irgendwie, dachten viele und haben gedacht, okay, das 10T bekommt es dann auch. Nee. Nope. Das 10T hatte ein 144-Hertz-Display, das war dann die höhere Bildwiederholrate, als es gerade so aufkommt, dafür kein AMOLED, so, ne, das war dann, und letztes Jahr war dann schnelles Laden mit 120 Watt, war es das, glaube ich, das erste in Deutschland verfügbare Xiaomi-Handy oder generell Handy mit 120 Watt laden. Ja, was wird jetzt das Feature von T? Wird es auch das 150 Watt laden werden? Wird es einen riesen Akku haben? Es gab ja mal irgendwie diesen Database-Leak, wo irgendwie das 12T Pro irgendwie noch Hypercharge am Ende hatte oder so. Ah.
weiß nicht, ob das irgendwie so dann... 200 Watt Sache oder sowas. Gibt es ja, soll es ja im Vivo EQ geben. Ja. ja, also da sind wir sehr gespannt, wofür das steht. Ich weiß es nicht. Es ist in der Regel nicht so, dass es das Design-Handy ist. Es ist immer ja das Normale. Deswegen gibt es immer so einen leichten, ne, ein leichtes Downgrade, also auch in der Optik, wie ich finde. Das sind jetzt keine besonders schönen Handys, sind einfach funktionale Handys. No. Dafür aber viel Power in irgendwas. Auf jeden Fall der neue Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ich glaube, das ist dann gesichert. Ja, vermutlich. Vermutlich. Ja. Ich weiß, ja. Und dann vielleicht entweder... Vielleicht macht es auch mal super schnelles kabelloses Laden. Das aber das ist auch die normale Mirai eigentlich. Also ich weiß nicht, wofür es stehen soll. Es wird wahrscheinlich wieder die 108-Megapixel-Kamera haben wie die letzten beiden Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Sensoren die davon überhaben. Ne? Also das ist wie bei Oprah. Du kriegst einen 108-Megapixel-Sensor, du kriegst einen 108-Megapixel-Sensor und du kriegst einen 108-Megapixel-Sensor. Irgendwann mal gedacht, das ist die Zukunft und ganz viele bei Samsung bestellt und die können den Vertrag nicht stornieren. Samsung gesagt, ja, nimm mal ruhig, wir haben hier noch welche gefunden unten im Keller. Ja, ist ja ein okayer Sensor mittlerweile. Aber ja, bald dann ein Mi 12T, ne, Xiaomi 12T Pro, Mensch, ja, dieses Mi. Und auch ein Unternehmen, was jetzt mit Xiaomi zusammengearbeitet hat, Leica hat neue Neuigkeiten. Sie haben sich noch einen chinesischen Partner gesichert, nämlich Hisense. Und zusammen machen die jetzt ein Laser-TV, was eigentlich der Begriff von Hisense ist für einen Ultrakurzdistanzbeamer. Ah, okay. Und der wird jetzt in Deutschland tatsächlich vorgestellt bei der IFA, wo wir vermutlich auch sind. IFA. Und du bist da. Den, ja, genau. Und den schauen wir uns dann vermutlich auch mal an. Weil so Ultrakurzdistanzbeamer, wir hatten ja hier schon ein paar von Xiaomi, die sind schon richtig cool. Ja. Und Hisense so als Experte im Bereich Fernseher und Leica mit ihrer Color Science, vielleicht kommt da ja irgendwie was Grandioses bei rum. Ich finde Laser TV ist ein geilerer Name als Ultrakurzdistanzbeamer. Also das macht schon irgendwie Sinn auf eine Art, weil es ist ein Beamer, aber irgendwie ja auch nicht so in dem klassischen Sinn. Und das sind Laser TV, Alter. Ja, ich nehme an, den haben sie sich auch gesichert, den Namen, weil das da noch kein, gut. Dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist. Okay, Leica kann also Namen. Auf Sony, von Sony wird das Ding heißen, Sony LTV X1007 oder sowas in die Richtung wahrscheinlich. Jetzt müssen sie das ändern, Tom. Den Namen hatten sie schon. Oh, Mensch. Namen gelegt. Können sie nicht mal das Patent sichern. Ja, okay, sind wir sehr gespannt drauf. Wird ja wahrscheinlich dann eine günstige Angelegenheit, wenn Leica involviert. Stimmt. Er wird ja dann ein Schnäppchen. Die Laser-TVs werden hinter uns hergeworfen. Hast du Empfehlung der Woche, mein Lieber? Ich habe tatsächlich eine Empfehlung der Woche und ich will schon die ganze Woche drüber reden, aber ich wollte meinen Enthusiasmus so ein bisschen packen. Ich habe einen Film geguckt am Wochenende, Everything, Everywhere, All at Once, und was ein Brett dieser Film ist. Also ich habe jetzt immer wieder gehört, der soll gut sein, und ja, ich bin dann doch nicht ins Kino gegangen, und in Amerika wird er jetzt tatsächlich noch mal ins Kino gebracht mit so einer längeren Blooper-Fassung irgendwie am Ende. So wie bei Morbius? Nee, wir wollen diesen Film nicht mit Morbius in Kontakt bringen. Es geht quasi darum, dass es so ein bisschen Multiversen gibt. Es fängt so ein bisschen damit an, dass es ist eine Mutter einer Familie, die haben so einen Waschsalon, und die sind aus China dahin gekommen, und sie ist nicht so ganz glücklich, sie hat Probleme mit ihren Steuern. Und eigentlich ist es am Anfang, denkst du, was passiert hier eigentlich? Es ist so eine ganz normale Familie. Und dann kommt da so ein bisschen Mysterium auf, und so das erste Viertel ist schon interessant, und du denkst dir, was passiert da, aber es ist noch nicht so ganz spannend. Und dann kommt die Szene mit dem Hund. Ich sage das jetzt einfach nur mal als Stichwort, und dann drückt dieser Film quasi aufs Gas. Ich habe schon lange nicht mehr sowas gesehen, wo ich so viel gelacht habe und mir gedacht, was passiert da auf dem Bildschirm? Also mir hat der richtig gut gefallen, und der hat auch nicht so viel Budget, ist so ein A24-Film. Mhm. Ich bin mal gespannt, also bei den Oscars so kann ich mir schon vorstellen, dass der abräumt. Was nochmal A24, was haben... Midsommar, Hereditary. Ey, die besten Horrorfilme überhaupt. Ich glaube, die haben auch Euphoria mitproduziert, ich bin mir aber nicht sicher. Übrigens, doch nicht schon gut, ja, okay. Also die sind diese Arthouse-filmige Sache, und die... Danach bin ich auf IMDb gegangen, um nachzugucken, wer hat den denn gemacht. Dann hat sich so einiges erklärt. Das waren die Director von Swiss Army Man. Okay. Wenn der was sagt, der Film ist ja auch so ein bisschen
Nee, okay. Also sagt extravaganter, das ist der mit Daniel Radcliffe, wo er so eine Leiche hat und quasi denkt, die irgendwie auch ein ganz verrückter Film. Ja, und ich habe den Film zu Ende geguckt und bin auf Amazon gegangen und habe mir das Mediabook bestellt. Geil. Also ich habe nicht erwartet, dass der mich so mitnimmt, aber ich fand den richtig geil. Und deswegen habt ihr hier Deutschlands beliebtesten Filmpodcast abonniert, wegen solchen Insider-Tipps. Junge, 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 da bin ich jetzt selber ein bisschen hyped, an den möchte ich gucken. Hört sich gut an. Also eher lustig als... Ja, lustig, aber auch irgendwie so ein bisschen emotional. Okay. Kann man schon gut angucken. Das müsste ich eine Empfehlung der Woche haben, ne? Okay, ich kann so viel sagen. Frisch Bier, aber mehr sage ich nicht dazu. Muss noch patentiert angemeldet werden. Ich hatte auf eine Art eine aktive Woche. Wir hatten ja letzte Woche Sommerfest und da Frisbee, mehr darf ich nicht sagen, rein rechtlich nicht. Volleyball, ich liebe Volleyball und wir haben es gespielt und wir gucken jetzt, dass wir hier so nochmal eine Runde spielen. Und was dann vielleicht, was ich angekündigt habe, worüber wir jetzt ein bisschen reden können, ist das E-Bike. Wir haben letzte Woche ein E-Bike bekommen, das Urtopia E-Bike. Das haben wir damals im Februar oder März schon den Prototyp bekommen und da konnte ich schon ein bisschen mitfahren, aber wir hatten es wirklich nur für 2 Tage. Deswegen konnte ich nur so einen Ersteindruck verfassen. Das ist ja natürlich viel zu wenig Testzeit. Aber ich bin dann letzte Woche von der Arbeit dann nach Hause zurückgefahren und heute Morgen hier hingefahren. Das sind gut über 30 Kilometer, also ich bin schon so 1,5 Stunden unterwegs. Und es macht schon Spaß, muss ich sagen. Also es ist auch anstrengend und Teil des Problems war Navigation. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob die Reichweitenvoraussage richtig ist. Ja, also Reichweiten so bei E-Mobilität, da kann man auch mal selber nachgucken, ob das so auf einen zutrifft. Ja, die sind sehr optimistisch, habe ich manchmal das Gefühl. Sehr optimistisch. Das Ding ist aber, das Fahrrad ist ziemlich smart auf eine Art. Also ein paar... vielleicht auch überflüssige Funktionen, auch noch ein paar dumme Funktionen, ein paar Bugs, die softwaremäßig noch behoben werden müssen. Also als du gerade die Hupe eingestellt hast und das wie so ein Pferd gewiehert, hat, was zur Hölle? Ja, also, kann auch Hunde bellen einstellen. Kommt jemand mit so einem Fahrrad an und das bellt dich einfach an. Das ist schon geil. Was bei mir noch nicht so, da ist eine eSIM drin für ein Jahr. So, die muss man dann ab dem 2. Jahr verlängern für 35 Euro im Jahr, was ich okay finde. Jo. Dafür hast du dann halt so GPS-Positionierung und weißt, wo das ist. Was noch nicht so funktioniert, ist der Alarm, den ich irgendwie noch nicht ausgelöst bekommen habe. Deswegen brauche ich noch ein Schloss, das finde ich ein bisschen schade. Da ist so ein kleines Display, so ein Dot-Matrix-Display drauf, dem auch die ganze Font und so alles von Nothing, das ist auch diese ganze Dot-Matrix-Design, richtig lustig. Aber was ich auch noch ausprobieren wollte mit der App, weil du brauchst natürlich eine App und ich musste mein Fahrrad erstmal updaten, bevor ich damit fahren konnte. Natürlich. Klar, da kannst du wohl auch mit navigieren. Also in dem Display, du kannst über die App dann die Navigation starten und dann wird sie halt pfeilmäßig damit angezeigt. Du hast Blinker links und rechts, die dann unten links und rechts auf dem Boden projiziert werden und so, was das ist natürlich schon cool ist. Also es ist schon so Hightech-mäßig und es ist halt aus Carbon. 12 Kilogramm ist halt wirklich leicht. Es ist wirklich leicht. Also ich habe es auch mal hochgehoben und das ist leichter als mein E-Scooter. Also ja, das kann man auch in den dritten Stock tragen, wenn man da jetzt Bock drauf hat. Ich habe es heute Morgen dann auch einfach, um es zu testen, hochgetragen und ich bin nicht in Aufzug gegangen und es geht vollkommen. Die Treppe hier? Ja. Oh ja, okay, dann kannst du jede Treppe hoch. Ja, die zweite ist schon echt anstrengend. Ja, die zweite. Ja, also von daher gerne da ein Abo da lassen. Werde ich bestimmt noch öfter darüber reden, weil ich möchte jetzt ein bisschen Zeit lassen und ein paar Kilometer damit machen. Und jetzt habe ich ja schon, ich habe schon knapp 100 Kilometer gefahren, also ich kann schon einen Eindruck liefern. Ich hätte gerne den Sattel gehabt, der mehr Komfort hat, den die auch anbieten, weil das ist schon hart. Aber ansonsten... Vielleicht auch Gewöhnungssache. Ja, es macht schon Spaß, Alter, wenn so... Gas gibt's, ey. Aber ist auch in Deutschland alles so legal? Straßen, hoffe ich. Also bis jetzt hat die Polizei noch nichts gesagt. Aber sie haben mich auch noch nicht gesehen. Aber die catchen mich nicht. Ja, bist so schnell. Ja, Mann. Piu, piu. Okay, das war dann meine Empfehlung der Woche ist E-Bikes. Kauft euch das? Nein, kauft es euch noch nicht. Wartet da den Test ab. Aber wenn ihr euch darüber informieren wollt, können wir gerne den Link da in die Beschreibung packen, kostet halt 3.000 Euro und das sollte also wohl überlegt sein. Von daher, da kommt bald ein großes Review-Video auf chinagadgets.de und auf dem YouTube-Kanal natürlich. Sehr gut. Dann, liebe Leute, schreibt uns eure Empfehlung der Woche gerne in die Kommentare, auch sonst so. Wir lesen die Kommentare immer fleißig. Abonniert gerne, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Auch gerne mal teilen, Bewertungen abgeben. Das freut uns immer sehr und hilft auch dem Algorithmus, der gute Algorithmus. Podcast kann man sehr gut im Ohr hören, wenn man Fahrrad fährt, eine Stunde zur Arbeit. Ich weiß nicht, ob das legal ist. Ich glaube nicht, aber gut, bis jetzt. Solange du den Straßenverkehr noch mitbekommst, ist es legal. Ja, okay.
dann macht das auf jeden Fall. Habt noch eine schöne Zeit, genießt die guten Temperaturen und dann, wenn ihr mehr über Frisbee erfahren wollt, abonniert und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.